ngeluarin anan. Bevor das zur totalen Vernichtung führt, möchte ich noch einen Song spielen, auf den ich mich auch schon seit 2-3 Tagen freue. Und ich glaube danach, es wird ja nicht besser. Ich könnte für euch tanzen. Für sehr, sehr viel Geld. Und auch dann würde es nicht besser werden. Also von daher, das Hemd muss es reißen. Ihr Lieben, es ist wie es ist. Sehr überraschende Sache tatsächlich. Heute Morgen war es halt so. Und ich hatte, vielleicht mal so, um anzufangen. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl heute Abend. Ich habe das ganze Wochenende Musik gemacht mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und es ging immer um den Austausch von guten Gefühlen. Es ging um Austausch von Energie. Und es ging nicht um technische Fragen, es ging auch nicht um, wer macht das wie und warum macht er das so, sondern wenn wir das zusammentun, fühlt sich's gut an, ja oder nein. Und ich will euch auch nicht beeinflussen und von irgendwas überzeugen, aber für mich persönlich hat es sich heute Abend sehr, sehr gut angefühlt. Deswegen möchte ich mich gerne bei euch bedanken. Ich möchte, wenn ihr die Hände dort oben gerade habt, natürlich an das Team vom Applausgarten, was uns hier sehr, sehr freundlich in Empfang genommen hat. Wir tänzeln schon eine ganze Weile. Ein großes Dankeschön an dieses Team richten. Ganz, ganz geiler Haufen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte an unsere Miniatur-Crew, da ist der Rufen, der da hinten steht, unseren Sound macht. Die Salome, die hier irgendwo rumfitzt, die J-Lo, irgendwo fitzen die hier rum. Für die hätte ich gerne einen dicken Applaus, bitte. Ladies and Gentlemen, am Schlagzeug David, bitte! Eine Gitarre ohne Rausch! Und eine Tasten Tobi Reis! Nach dem Motto, einen haben wir noch. Bedanke mich natürlich herzlichst an dieser Stelle für eure Unterstützung hier an dieser Stelle. Ich finde es auch schön, weil bei dem Refrain kommt wahrscheinlich nur noch Pff. Das ist das, was rauskommt. Ich möchte es trotzdem. Der Leidenschaft muss Rechnung getragen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir noch ein weiteres Stell dich ein, quasi in Glocken klar. Wir werden ab Mitte dieses Jahres fangen wir mal wieder an, im Stehen zu spielen. Wir haben jetzt lang im Sitzen gespielt und man kann sich total daran gewöhnen. Ich meine, ihr findet es im Sitzen, glaube ich, auch ganz gut, ne? Schon ist klar. Aber auch im Stehen trinkt sich's gut. Und nein, ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Ich wünsche euch einen großartigen Sommer. Heute Nacht wird es ein kleines bisschen gewittern. Und bitte bleibt so, wie ihr seid. Vielleicht, wenn ihr nach Hause geht, macht nochmal den Wochenrückblick. Denkt an kleine Helden, klopft euch für irgendwas auf die Schulter, mit dem ihr gar nichts zu tun habt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und hoffentlich bis bald.
Könnt ich hören, so wie du es hörst. Könnt mit seiner Stimme sprechen. Könnt ich das so schmecken, so wie du. Ich fühlte all deine Schwächen. Wüsste ich, wo deine Sonne steht. Wie aus deinem Fleisch und Blut. Würde Tage wie bei dir vergehen. Ich möchte dich kennen wie mich selbst. Du kannst auf mich zählen. Denn ich bin bei dir. Jetzt. Immer bin ich bei dir. Dann würde doch mal genau diesen Vibe, den wir gerade haben, möchte ich gerne einfangen. Tschüss. Der läuft dann vorne an der Bühne vorbei. Das ist so, als würdest du bei der Blue Man Group auf die Bühne gehen. Da sind sie wieder. Doch noch was vergessen. Mist, der Autoschlüssel. Ihr Lieben, dieser Refrain ist gedacht für die Menschen, die uns aufbauen, die uns begleiten, die uns stützen und uns unter Umständen ganz oft zu dem machen, der wir sind oder uns darüber hinaus wachsen lassen. Und ich würde mich total freuen, wenn wir gemeinsam, also in dem Fall jetzt gerade mehr ihr als ich, für diese Menschen diesen Refrain singt. Seid ihr mit mir? Da hätte ich gerne ein wirklich lautes Ja, Mann! Ja, Mann! Na, also. Also. Denn ich bin bei dir. Hey. Wir brauchen mehr Fußball. Wunderschöne Nacht, hoffe ich. Und bitte lasst uns das nochmal machen. Dankeschön.